Servus Freunde und willkommen zurück am Krisenherd. Heute mal in einem anderen Studio, der eine oder andere wird es kennen, vielleicht von Galileo oder von meinen alten Videos. Wir machen heute aber ein sehr, sehr cooles Gericht und zwar wir machen selber gemachte Gnocchi mit Pfifferlinge, Chorizo und ein bisschen Frühlingslauch. Und wie das geht, zeige ich euch jetzt. Also für unsere Gnocchi brauchen wir natürlich zuerst mal Kartoffeln und zwar wichtig für Gnocchi mehlig kochende Kartoffeln. Das habe ich schon mal gemacht, weil ich glaube, jeder weiß, wie man Kartoffeln kocht. Dann brauchen wir eine Kartoffelpresse. Da drücken wir uns jetzt die Kartoffeln einfach mal durch in der Schüssel. Ähnlich wie beim Kartoffelpüree. So, das haben wir soweit. Jetzt kommt da dazu. Zunächst einmal ein bisschen Mehl, ganz ein normales Mehl. Geht auch mit Dinkelmehl. Vollkornmehl würde ich jetzt nicht versuchen, weil wir brauchen tatsächlich ein bisschen die Stärke im Mehl. Dann kommt eine Prise Salz dazu. Wer mag, wird sich jetzt super eignen, auch nochmal eine Prise Muskatnuss. Ich lasse jetzt mal bewusst raus, weil ich will die Zutaten von der Soße quasi im Vordergrund haben, deswegen keine Muskatnuss. Dann gebe ich damit rein ein Eigelb. Das Eiweiß separat. Nehmen wir zwei Eigelb bei der Größe. Genau. Und das ist bei solchen Teigen ist das immer bloß eine grobe Angabe, weil man muss überlegen, nicht jedes Ei ist gleich groß, nicht jede Kartoffel verhält sich gleich, nicht jedes Mehl verhält sich gleich. Deswegen schauen wir jetzt einfach mal, dass das ein schöner homogener Teig ist. Die Hände sind natürlich gewaschen, ist ja eh klar. Ihr könnt euch aber auch Gummihandschuhe anziehen, wenn es euch vor euch selber ekelt. Genau. Optimalerweise sollten die Kartoffeln auch noch warm sein, wenn wir sie verarbeiten, weil die dann einfach besser binden. Jetzt einfach mal schön durch hier, dass das so eine schöne homogene Masse wird. Ja, das schaut schon ganz gut aus. Ein bisschen mehr Mehl brauche ich noch. Und da müsst ihr euch jetzt einfach so rantasten. Aber ich zeige euch ja dann, wie der fertige Teig ausschaut. Generell gilt die Faustregel, je mehr Stärke, das heißt, je mehliger die Kartoffeln sind, desto weniger Mehl braucht man hinterher und desto fluffiger und weicher werden die Gnocchi auch. Ja, das schaut jetzt wirklich ganz gut aus. Jetzt können wir den Teig auch schon mal aufs Brett tun. Also das ist wirklich schon ein homogener Kartoffelteig. Der bleibt jetzt hier an der sauberen Hand auch nicht mehr kleben. So ist es eigentlich perfekt. Bevor wir jetzt allerdings weitermachen, wasche ich mir schnell die Hände und dann sehen wir uns wieder. So, unser Teig ist jetzt soweit fertig. Ich habe jetzt hier meine Arbeitsfläche. Die bemehle ich mir ein bisschen. Einfach nur, dass ich es ein bisschen leichter verarbeiten kann. In der Zwischenzeit habe ich mir schon mal einen Topf mit Wasser aufgestellt. Und dann nehmen wir uns einfach eine Portion von dem Teig runter. Geben den hier aufs Mehl und dann machen wir uns quasi so eine Rolle daraus. Und dann einfach mit einem Messer oder mit einer Palette könnt ihr euch da eure Gnocchi so abstechen. Genau. Und jetzt könnte man dann natürlich noch sagen, man macht mit der Gabel noch so Rillen rein. Ich finde es so allerdings ganz schön, weil dann sieht man wenigstens, dass die selber gemacht sind. Jetzt müssen wir nur noch warten, bis unser Wasser kocht. In der Zwischenzeit machen wir uns gleich den restlichen Teig noch. Und wer sich ganz unsicher ist, der wartet jetzt einfach mal ab, bis das Wasser kocht, schmeißt mal einen Gnocchi rein ins Wasser und dann sieht man ja, okay, halten die zusammen oder fallen die auseinander. Ich habe es allerdings schon so oft gemacht, dass ich weiß, das passt. So, also mein Wasser kocht jetzt. Jetzt mache ich das schön etappenweise. Immer nicht zu viel in Gnocchi rein. Dass die ja ordentlich Platz haben im Wasser. Und sobald die Gnocchi an der Wasseroberfläche schwimmen, sind die auch schon fertig. Und jetzt sage ich euch was, man muss die hinterher nicht abschrecken, nicht in kaltes Wasser. Einfach auf ein flaches Blech. Ein bisschen Olivenöl drüber und das reicht vollkommen aus und die kleben nicht zusammen. Und behalten aber ihren Geschmack. Und verwässern nicht in irgendeinem kalten Wasser. Weil nach was schmeckt Wasser? Nach nichts.
So, Freunde, unsere Gnocchi sind jetzt fertig gekocht. Halten wunderbar zusammen. Schauen wunderbar selbstgemacht aus. Genauso wie wir es haben wollen. Und jetzt sage ich euch eins: Macht nicht den Fehler und schmeißt dieses Kochwasser weg. Weil in dem Kochwasser ist jetzt so viel Stärke drin, das bindet uns später unsere Soße. Ohne dass wir irgendeinen Soßenbinder brauchen oder Stärke oder irgendwas. Das reicht vollkommen aus. Also das auf die Seite. Wir haben gesagt, wir machen. Du gibst dir Ruhe. Wir haben gesagt, wir machen unseren Gnocchi mit Chorizo. Habe ich hier. Kann man mittlerweile echt fast überall kaufen. Die schneide ich mir jetzt einfach in kleine Würfel. Okay, Freunde, unsere Chorizo ist geschnitten. Jetzt kommt ein bisschen Öl hier in die Pfanne rein. Und dann lassen wir die Chorizo schön langsam aus. Dass ich das ganze Fett schön rausbraten kann. Gibt natürlich einen super Geschmack. In der Zwischenzeit können wir uns auch schon mal unseren Frühlingslauch vorbereiten. Also den vorderen Teil, den braten wir jetzt dann gleich schon mal mit an. Einfach so grob runterschneiden. Und den eigentlichen Lauchteil, der kommt erst kurz vor Ende rein. Ähnlich wie Schnittlauch. Reicht uns auch schon. Dann haben wir noch ein bisschen Kirschtomaten, finde ich immer ganz schön für die Farbe. Einfach nur halbiert. Genau. So, das brät sich jetzt schon richtig schön aus. In dem Zuge können wir jetzt auch schon mal unsere Pfifferlinge dazugeben. Und auch wirklich schauen, dass ihr die gut putzt, dass da kein Sand mehr dran ist. Wir haben jetzt hier schöne kleine Pfifferlinge. Natürlich was Tolles. Die braten wir jetzt richtig schön mit an. Ich gebe jetzt hier bewusst kein Salz und kein Pfeffer, weil die Wurst ist relativ scharf und auch sehr würzig. Und ihr müsst euch vorstellen, wir geben hinterher noch ein bisschen was von unserem Nudelkochwasser dazu. Da ist ja auch schon ordentlich Salz drin und es wäre dann im Zusammenspiel einfach alles viel zu salzig. Genau. Einfach jetzt richtig schön anbraten. Perfekt. Jetzt können wir unsere Wurzelteile von den Frühlingszwiebeln auch schon dazugeben. Und allein das Farbenspiel ist jetzt schon mal sensationell. Schaut schon mal sehr gut aus. Jetzt können wir hergehen und zunächst schon mal unsere Kirschtomaten dazugeben, dass die auch noch so richtig schön reinschmelzen da in die Soße. Und dann haben wir hier unsere fertig abgekochten Gnocchi. Und die habe ich nicht abgeschreckt, wie gesagt. Einfach nur ein bisschen Olivenöl drüber gegeben, das reicht vollkommen aus. Und die geben wir jetzt hier dazu. Die kommen jetzt hier mit rein. Könnt ihr sehen, die kleben auch nicht zusammen. Alles wunderbar. Und wenn ihr jetzt sagt, okay, ich esse jetzt aber kein Fleisch oder keine Wurst oder bin Vegetarier, dann lasst einfach die Chorizo weg. Schmeckt auch ohne Chorizo sehr gut, aber da müsst ihr halt ein bisschen nachwürzen noch. So, auf die Seite. So, jetzt einfach mal durchschwenken schön. Das allein wird mir jetzt schon reichen. Richtig, richtig lecker. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt. Also wir brauchen auf jeden Fall noch ein bisschen Parmesan. Den reiben wir uns jetzt mal mit so einer Reibe grob runter. Der natürlich auch wieder ordentlich Würze mit reinbringt, von dem her wirklich, wir brauchen hier kein externes Salz mehr. So, jetzt geben wir ein bisschen was von unserem Kochwasser dazu. Dann können wir den Herd auch schon runterstellen, weil dann kommt unsere Butter mit rein. Also eine Messerspitze kommt ja immer noch aufs Messer an. Von dem her zwei Messerspitzen. Jetzt richtig schön einmal durchschwenken, dass die Butter so schönes reinschmilzt.
Dann den Junglauch hier mit dazu, den Parmesan. Noch ein, zweimal durchschwenken. Und fertig sind unsere Gnocchi mit Chorizo, Tomate, Pfifferlinge. Sau lecker, sau einfach. Am besten serviert es einfach so in der Pfanne auf den Tisch. Jeder nimmt sich, jeder ist happy. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Das Rezept ist wie immer in der Infobox unten drunter. Macht es nach. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch, abonniert meinen Kanal. Und dann sage ich, bis dahin bleibt gesund, rock on und habe die Ehre.